Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie genießen den Luxus. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Und dass meine Existenz, obwohl sie Ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in Ihrem Inneren, aber das sagen Sie nicht auf Partys. Wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe? Sie brauchen mich an dieser Mauer. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für Sie sind das nur Sprüche. Ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, mich hier zu verantworten. Vor einem Mann, der unter die Decke jener Freiheit schlüpft, die ich den Menschen täglich gebe. Und der dann die Art anzweifelt, wie ich das mache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie nur Danke sagen und dann weitergehen würden. Andernfalls schlage ich vor, dass Sie eine Waffe in die Hand nehmen und die Wache übernehmen. Auf jeden Fall ist es mir vollkommen egal, was Sie denken, wozu Sie ein Recht hätten.
Thank you.
great ambition for proficiency in artistry rather than in volume. These semi-professional musicians did much to foster the spread of good music in America. We'll be right back.
Thank you.